So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe Domme dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Grixis Control gegen Moonstompy. Yes. Wie in 2018? Ja, Grixis Control ist ja schon seit, das war ja schon Ewigkeiten vor Corona tot. Ja, das ist richtig. Das ist seit Oko tot. Ja, Oko weg war, ja. Das war, ist schon länger her. Ja, ist schon länger her. Und Grixis Control war halt auch noch der Punkt, dass man Grixis lange nicht so spielen konnte, dank Bowmaster zum Beispiel. Ja. Weil Baleful Strix einfach eine sehr schlechte Karte geworden ist. Gerade aktuell spielen ganz wenige Leute Bowmaster, sondern alle spielen halt Psycho Frog. Mhm. Und dementsprechend braucht man es halt nicht mehr fürchten, mit einer Strix rauszugehen, weil Strix ist gut gegen Frog. Yes. Und spielt im Endeffekt Schere, Stein, Papier. Eine andere neue Karte, die wir gerade gesehen haben, war Vexing Bubble. Vexing Bubble sagt, wenn du die nicht forst, forst du nie wieder was. Also forst man die Karte. Ja. Das war auch der Grund, weswegen der Forst geflogen ist. Hat Forst gesehen, hat es natürlich noch nice. Ja. Gerade in Moonstompy. Moonstompy hat ja auch einiges an Spielerbandskram neu bekommen. Ja, was mal. Pyrogolfs, Metamorphs, ja, die sind ja nicht neu, aber auch diesen neuen MDFC, der Land zerstört. Ja, auch der, mega in so einem Mashup. Und halt die Bubble. Ja, und die Bubble. Deswegen also sehr, sehr interessant, dass da sehr viel auch jetzt anders gespielt werden kann. Mhm. Deswegen, Matchup-technisch, früher hätte ich gesagt, Favorite Grixis Control. Ja. Weil sie halt sehr, sehr viel Removal spielen. Und Basics. Und aktuell würde ich sagen, ist Moonstompy mit dem Agro-Plan eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Jetzt nicht perfekt, aber gut. Ja. So, da kommt Blood Moon, der ist, ja, okay, man hat den Swarm sogar auf der Hand, also ist der ziemlich egal. Das ist halt jetzt der Punkt, wo Grixis Control halt echt lästig wird, weil... Naja, sie haben halt die Basics und damit macht man halt nicht so viel. Da ist auf jeden Fall das Auto auf der Hand. Das Auto ist und nicht verkehrt. Metamorph. Ja. Da ist ein Metamorph auf die Strix. Ich glaube, ich würde da erstmal das Auto spielen, weil jetzt, wo er die Hosen runtergelassen hat, die spielen ja auch Snappy und so weiter. Mm. Bis vor allen Dingen wegen Murktide halt auch den Grave einfach wegkontrollieren. Das ist richtig. Du hast eine ganz wilde Control-Liste. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Tamio, also mittlerweile könnten die auch Tamio spielen. Ja, die meisten ja, hier die nicht, aber die meisten Listen spielen tatsächlich Tamio im Grixis Control. Und was ich finde, gegen gerade so Listen wäre die Chalice besser als die Bubble. Ja, also es ist tatsächlich ein Punkt, möchtest du gegen Counter oder gegen Removal was haben? Und da muss man, glaube ich, einfach einen Meta-Call. Ich vermute, das wird früher oder später genauso enden, dass man immer wieder das Lager hat, ich habe Angst vor Removal oder ich mag Removal nicht. Die werden Chalice spielen. Oder man hat eben das Lager, ich mag Counterspells nicht. Die werden halt dann die Bubble spielen. Ich glaube, das ist da ganz, ganz wichtig. Genau. Das ist halt die Sache. Da kann man ein bisschen versiel sein. Mhm. Gegen Grixis Control halt gerade. Die haben Push, die haben die Cantrips, die haben den Bolt, den man da die ganze Zeit sieht. Also sie haben sehr, sehr viel auf 1 als Removal. Das ist halt lästig. Oh, okay. Das sind nicht Rebel Master, sondern das sind die Warbosse. Es sind noch zweimal nicht drin. Auch spannend. So, bevor crazy, man. Ich habe gar keinen Platz für. Ich habe gar nichts davon Platz in meiner Liste. Ich habe keine Wanderings. da kommt das her. Ich habe sie nicht, deswegen spiele ich sie nicht. Da wurde noch mit dem Auto zugehauen. Oh ja, stimmt, man kann ja eine Response darauf noch. Genau. Croon. Sobald er das Board berührt, kann man croon. Ja, und jetzt kommt halt der. Das ist halt so ein Planeswalker. Ich bin mal gespannt, ob man den demnächst noch ein paar Mal sieht. Ja, er ist halt gerade in so einem, wir hauen uns gegenseitig ins Gesicht Matchup. Also du haust mir ins Gesicht und ich remove deinen Kram. Mhm. Ist er halt insane gut. Und ich glaube auch, der ist mit Tamio richtig gut. Ja, kann ich sehen. So, da haben wir noch eine Bubble. Die ist natürlich jetzt richtig scheiße. Die ist im Endeffekt nur für Card Draw. Der Metamorph macht nur Artefakte und Kreaturen. Das heißt, man hat noch nicht mal genug Power auf dem Board, um das Hearth zu croonen. Gerade. Das ist richtig.
Man könnte halt darauf guessen, dass der Gegner ein Dings droppt, ein Murktide oder so, aber naja, dann bounce ja den Metamorph mit Jace. Deswegen würde ich wahrscheinlich Strix nehmen. Ich würde ihn tatsächlich die Strix damit probieren. Oh, Boardside ist natürlich auch gut. Auch eine gute Möglichkeit, gerade weil der Eile hat und danach halt noch irgendwie das Auto oder die Bubble dem Jace ins Gesicht flingen kann. Und vor allem ist es ganz sweet, da man nicht fetchen kann für einen Push, der auf der Hand ist. Ja, aber ich glaube, da ist ein Snappy auf der Hand. Ja, aber das tut ja nicht viel. Da ist ein Bolt im Graveyard. Ja, aber da ist ja auch ein Unlicensed Thirst. Ja, das stimmt. Also da kommt nicht so viel. Ja, das stimmt. Die Frage ist, ob der Buccaneer auf den Jace werfen kann. Ja, Any Target. Weil dann hätte ich wahrscheinlich eher noch das Gesicht gehauen. Und die Vexing Bubble, auf Vexing den Jace. Bubble da reingeschmissen, oder? Ja, hat Text, das stimmt. Ja, dann wird der gepusht. Dann wird der nach dem. Der Jace weg ist gepusht, weil dann hat man Rerolled. Ja, das ist richtig. Aber man hat jetzt auch im Endstep vom Gegner nicht das Auto benutzt, oder? Nee, haben wir vergessen. Ja, es passiert regelmäßig. Ja, das ist auch. Manchmal, also gerade wenn man es Hurst nicht so oft spielt, vergisst man es einfach, dass man es einfach immer machen kann. Und es liegt halt eigentlich immer so kohärent darum. Es ist halt ein lästiges Spiel, ey. Es ist wirklich lästig. Und naja, auf der anderen Seite wäre das Hurst jetzt halt schon irgendwie, ich glaube, bei 8 Marken oder so. Ja. Und wenn man dann eine Creature hittet, dann macht es halt echt viel Boom. Das stimmt. Also das. Da schon wieder vergessen? Ja, passiert. Also wie gesagt, es wäre, glaube ich, der Move, wenn man das. Ja, und jetzt Metamorph auf den. Strix. Und dann zieht man zumindest eine Karte raus. Man könnte jetzt noch, für den Pyro-Golf hat man keinen Mana. Mana für Pyro-Golf. Dann kommt der Target. Den Bolt. Ja, den frisst man mit der Hearse. Den frisst man, okay, oder auch nicht. Ich glaube, die Hearse wurde einfach mittlerweile komplett vergessen. Ja. Man kann natürlich sein, dass man denkt, das ist eine Chalice. Weil man so gewohnt ist, eine Chalice zu spielen. Das ist halt. Ist halt schwierig. Thoughtseize. Ja, nicht so relevant. Er nimmt halt die letzte Thread weg. In Anführungszeichen Thread. Ja, das ist richtig. Und dann muss man hoffen, dass irgendwas Gutes von der Top kommt, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Jetzt ziehen wir noch den schönen zweiten Blood-Moon nach. Ist halt historisch schon immer schlecht gewesen, das Matchup, weil die unglaublich viel Removal haben. Das ist richtig. An dieser Stelle einmal Werbung. Vielen Dank an meine Patrons, vielen Dank an meine YouTube-Member. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich unterstützt. Ihr seht, da sind ein paar Lücken entstanden. Ein paar Leute haben sich aus dem Talia Plus Level und aus dem Supporter Level und aus der YouTube-Membership zurückgezogen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. Vielen Dank. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann liken, abonnieren und sonstigen Kram machen. Genau. Gut, Game 2, man startet. Wenn man jetzt halt mit so einem Blood Moon starten kann, ist es gut. Ja. Fable ist aber auch nicht schlecht. Fable ist auch nicht schlecht. Und der ist ein Force auf der Hand. Der Follow-up ist, glaube ich, ein Goblin. Was okay wäre. Das wäre wirklich okay. Golf wäre jetzt geil. Pyro-Golf wäre jetzt gut. Noch ein Goblin ist auch solide. Ja, Goblin's immer strong. Ich meine, da ist noch ein Ding auf der Hand, ein Bolt. Da ist ein Bolt. Damit muss man jetzt halt leben, damit muss man auch einfach rechnen bei dem Deck. Ja, ja, also das ist genau das, wie man es macht. Game 1, wie gesagt, glaube ich, hätte man, wenn man das Hearst nicht vergessen hätte, auch gewonnen. Jetzt Game 2 muss man halt darauf hoffen, dass dem Gegner einfach irgendwann das Removal und das Counter angeht. Denn Moonstompy ist anfällig davon, wenn man all seinen Kram wegnimmt, ist es kein gutes Deck. Ja. Top-Deck-Modus bei dem Deck echt manchmal AIDS. Ja, und dementsprechend muss man das halt einfach auch mal aushalten.
da kommt was für 4? Nee, oder? Für drei. Das MDFC-Land, glaube ich, gezogen hat. Ah, okay. Dann kann man mit ihm kommen. Ja, Menace kann nicht geblockt werden. Das ist schon mal ganz gut. Dann ist Dings auch egal. Death Touch. Das war ein guter Top-Deck. Snapcaster bringt einen Spell aus dem Friedhof wieder ins Spiel und spielt den. Das ist halt bold und der war sehr, sehr gut. Ja. So. Kein weiteres Land. Oh, Junge. Oh. Für 3 gibt man auf 16. Puh. Kriegskontrolle hat hier eine Menge Länder und damit nichts zu tun, ne? Mhm. Im Gegensatz zu Monsterambi, die haben wahrscheinlich eine Menge zu tun auf der Hand, aber keine Länder. Ja. Das ist halt jetzt echt bitter. Ja, deswegen, also manchmal ist es auch nicht richtig zu versuchen zu developen mit den Ländern. Manchmal muss man diese 3 Mana mit der City of Trader Turn 1 einfach halten, bis man was für 4 Mana spielt. Ja, manchmal muss man das halt wirklich machen. Aber manchmal eben auch nicht, das ist halt genau der Punkt. Also es ist so ein Gambling-Move in dem Moment, wo man es halt, man kann es bei dem Deck, bei Moonstompy finde ich, ganz schlecht pauschal sagen. Man kann auch nicht sagen, es ist immer gut, einen Piece Turn 1 zu legen. Also ja. einen Prism Piece. Oder es ist immer gut, die Fable Turn 1. Es ist wirklich so dependent auf Situation und Matchup. Ja, das stimmt wirklich. Also da muss man bei dem Deck wirklich immer ein bisschen Acht geben. Vor allen Dingen auch, wie man mit dem Mana haushaltet. Ist jetzt die Frage, ob man, wenn man 4 Mana potenziell hätte, noch was machen könnte. Da ist ein Affe. Da ist ein Blast. Einfach für den, um den Redo-Draw rauszukriegen. Da ist ein Metamorph. Ja, Metamorph Destrix. Oh, ja. Der kostet aber 5 Leben. Oder man spielt das MDFC jetzt getappt. Weil das MDFC ist, glaube ich, das, was Schaden schießt. Das heißt, es könnte potenziell auch die Creatures clearen. Ja, man könnte es auch einfach mit dem Affen spielen. Ja, aber dann kriegst du nur eine Kreatur weg. Nein, ich meine, das den... Achso, den Metamorph. Den Metamorph. Stimmt. Man hätte den Metamorph mit dem Affen spielen können, gucken, ob man einen Ding zieht, einen hier 3-Mana-Ding, Soulland, wo man 2-Mana bekommt, dann wüsste man, ob man das machen kann. Und ich, Fable ist jetzt natürlich richtig AIDS. Fable, ja, es wäre sogar gewesen. Das heißt, man könnte jetzt das Land legen und hätte abräumen können. 3 Kreaturen abräumen. Ne, 2 Kreaturen abräumen. Könnte aber auch den Metamorph auf den Goblin Toho spielen. Ja, auf den Goblin oder den Snappy und den Pyroblast Flashback. Auch eine sweete Combo. Ist jetzt nur die Frage, ob man das sieht. Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Weg, den man machen kann. Wahrscheinlich, ne, hat man nicht gesehen. Shit. Naja, man hat immer noch den Affen für den Rattleman Blast. Vielleicht wollte man die Leben saven. Naja, ist tatsächlich einfach ein Go. Oder? Nee, es doch. Ist Snappy, target den. Ja, und dann schießt man die Strix ab. Die Strix ab. Man hat zumindest mal einen Blocker für den Token. Ja, der Affe ist im Exile. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es relevant ist. Nein, gar nicht. Auf den Trigger Brainstorm. Mega, mega cool. Ja. Schön überlegen. Ja, ist Bowmaster reingebordet. Bowmaster ist so eine Müllkarte. Puh, wer spielt denn sowas noch? Gegen Stompy. Du kriegst doch nur die Token mit. Ja, ich vermute, der war im Mainboard. Man hat nicht noch Karten zum Mainboarden. Ja, wahrscheinlich. Oder halt einfach Zeug rausgeboarden, reingeboarden. Der war halt immer noch im Maybe-Pile. Fliegt sogar in den Friedhof. Also von daher... Oh, da ist ein Fury. Nee, das ist viel schlimmer. Molten Collapse. Ja, das ist ja widerlich. Oh mein Gott, ist das Ja, ist halt schon immer ein scheiß Matchup gewesen. Ja, ist spannend, weil man normalerweise denkt, oh ja, ist voll gut mit Blood Moon und Chalice und so. Aber nein, ist es nicht. Es ist gar nicht mal so gut. Spannend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.